Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir mal einen Schlüsselanhänger, den wir uns zurecht basteln. Springen wir mal direkt in Estelcam. Ich habe die Datei schon mal fertig gemacht. Aber das hier ist eine Wirbelfräsung. Stellen wir erstmal die Tiefe ein, 2,5 mm. Dann das Werkzeug wirbeln, das ist ein 4 mm Fräser bei mir. Dann machen wir noch eben zwei Anbindungen, weil ich das als erstes fräsen möchte, weil ich den Fräser aktuell noch drinne habe. So, dann machen wir auch schon die Kreistasche. Gehen wir hier auf Bohren, dann auf Kreistasche und da kann man das dann einstellen. Dafür nutze ich auch den Wirbelfräser. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, auch wieder Tiefe einstellen, damit er auch durchbohrt. Dann markieren wir uns mal die Schrift. Geben eine Bearbeitungstiefe ein. Das ist bei mir 0,6. Dann nehmen wir den Gravierfräser. Den habe ich auf 0,15 eingestellt. Weil bei Aluminium habe ich mir den letzten leicht stumpf gemacht mit zu viel Zustellung. Dann sagen wir noch Bearbeitungsreihenfolge. Erst den Außenrand, dann die Bohrung. Und dann geht es auch schon los. Ich mache das mal im Schnellverfahren, weil ist ja auch noch wo recht dröge. Da ist mir aufgefallen, dass es nicht ganz gepasst hat mit dem Nullpunkt. Das habe ich ihm umgestellt. Ha, sieht man, wie schön er durchwirbelt. Kann man schön die Opferplatte darunter sehen. Die zwei Anbindungen lässt er schön stehen. Ja. Und dann springen wir auch mal ins Gravieren, wie man da sehen kann. Sip, 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 sip. Schreibt er da alles schön rein. Davor schon mal eine Testgravur gemacht, das kann man da drunter schön sehen. Oh, das klappt eigentlich ganz geil. Eigentlich mache ich das auch nur, weil meine Frau mir in letzter Zeit vorgeworfen hat, dass ich nur noch Modellbau mache und hier und da und tralala. Das muss ich ja ändern. Also Überraschung für die Frau. Da ist dann das fertig gravierte und ausgefräste Teil. Einmal mit matt schwarz übergejaucht. Unten das Herz in Rot. Da ist es dann das erste Mal geschliffen. Oh, und das ist dann der fertige Schlüsselanhänger. Meine Frau hat sich gefreut wie Sau. Oh, was will man denn mehr? Frau glücklich, ist der Mann auch glücklich.